Und Aufnahme läuft und du hast das Wort. Dann mach doch mal das Mikro an. Ja, das macht Sinn. Ich wollte einfach nochmal ein Beispiel zeigen für ein Projekt, was halt in der Realität existiert und wie da gearbeitet wird und dass das im Prinzip genau dieselbe Arbeitsweise ist, die wir jetzt auch hier versuchen, in diesem Praktikum halt möglichst originalgetreu umzusetzen. Ich habe jetzt einfach mal das OwnCloud als Beispiel genommen, weil ich da selber schon drin mitgearbeitet habe. Das ist ja auch die Basis für Netcase, das kennen Sie wahrscheinlich. Genau, die basteln gerade an einer neuen Variante sozusagen und entwickeln das nochmal neu. Da gibt es relativ viel, was da gerade passiert. Und wenn man da mal reinguckt hier auf der OwnCloud-Website, dann steht hier unten auch Fork and Patch, so die Aufforderung an alle, die Lust haben, einfach auch mal mitzuarbeiten an diesem Projekt. Das ist ja eine Open-Source-Software. Da ist dann ein Link zu der GitHub-Seite. Die benutzen jetzt nicht GitLab, sondern GitHub. Und das sieht halt alles ein bisschen anders aus bei GitHub, hat aber im Wesentlichen eigentlich genau die gleichen Funktionen, die wir auch in GitLab haben. Wenn Sie hier jetzt in die Übersicht gehen, dann sehen Sie auch genauso wie in GitLab hier den Code, der aktuell vorliegt. Sie sehen halt eine README, wo einfach ein paar Sachen erklärt sind, verlinkt sind und so weiter. Was aber viel wichtiger ist, man sieht auf jeden Fall, es gibt an diesem Projekt 62 Leute, die daran mitarbeiten. Daran sieht man schon, das ist noch wenig, ne? Das ist bei dem, ich sag mal, dem alten OwnCloud, dem Originalen, da sind das über 500 Leute, die da schon dran mitgearbeitet haben. Da sieht man aber gut, dass es halt für viele, also in Open-Source-Projekten, sehr viele Entwickler parallel arbeiten. Und was man auch gut sehen kann, ist, wenn man jetzt mal hier in die Issues geht und sich mal anguckt, die haben jetzt irgendwie 117 Labels da. Da ist also schon eine ganze Menge, was die auch mit Labels irgendwie taggen. Dann gibt es einen Haufen an Issues irgendwie. Im Moment 384 offene und 857 schon geschlossene. Und wenn wir da jetzt mal irgendwie zum Beispiel ein Enhancement oder sowas suchen. Enhancement. Okay. Können wir mal ein Beispiel nehmen. Hier sind relativ viele Kommentare schon dran. Dann sieht man mal so ein bisschen auch, wie das da läuft. Dann schreibt halt jemand, was ihm quasi eingefallen ist, was gemacht werden müsste. Dann gibt es auch dort eine Diskussion, wo man halt ganz gut sieht, das ist relativ viel Automatisches hier. Da ist irgendwie ein Bot, der guckt, ob es vielleicht schon ähnliche Anfragen gibt und die automatisch zuordnet. Dann gibt es eine Diskussion da dran von verschiedenen Usern. Hier wurde dann zum Beispiel auch ein Pull-Request oder Merge-Request verlinkt, der auch schon eingemerged wurde, der also jetzt im Code quasi, der jetzt aktuell das Release bildet, jetzt schon drin ist. Und so weiter. Also da sieht man ganz gut, die arbeiten halt über diese Kommunikationsplattform und entwickeln halt darüber auch neue Features und so weiter. Und Vielleicht das könntest du ganz Gleiche. kurz, Entschuldigung, ganz kurz die Begriffe Pull und Merge Request nochmal erläutern. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Ja, Pull und Merge Request ist im Prinzip jetzt in GitHub ist es der Pull Request, in GitLab wird es Merge Request genannt. Das ist einfach genau diese Arbeitsweise, dass man sich also das Projekt kopiert, also diesen Fork, den wir auch erstellt haben für Sie jetzt schon. Das hatten wir im Vorfeld schon gemacht. Das können Sie aber auch im Prinzip selber machen. Sie nehmen sich das Projekt zu einem bestimmten Zeitpunkt, kopieren sich das quasi in eine lokale Version, ändern halt entsprechend Ihrer Wünsche den Code ab und schicken dann einen Commit. Und dann können Sie eben diesen Commit quasi. Also als ja, den Feature Branch nennt man das dann. Also da wird dann quasi eine Variante sozusagen erzeugt, die ihre Änderungen enthält. Und Sie können dann eben diesen Request machen, um die Entwickler, die dafür, ich sag mal, die Verantwortung tragen, zu informieren, dass sie was geändert haben, was gerne in den Release rein soll, also in das Haupt Repository, aus dem dann auch die aktuelle Version gebaut wird. Und die Entwickler kriegen dann halt eine Nachricht. Sieht man hier in den Pull Requests auch ganz gut. Können wir mal auf Closed umschalten.
dass da was ist, der, dass jemand halt einen Request gemacht hat. Und dann können Sie sich den Code da anschauen. Können wir auch mal einen nehmen, wo vielleicht ein paar Kommentare schon dran sind. Machen wir mal das hier. Dort sieht man dann als Entwickler halt auch erstmal eine Beschreibung, was das soll alles. Dann kann man auch sehen, welche Commits sind da drin. Also welche Änderungen wurden quasi am Code gemacht. Man kann sich die Unterschiede auch angucken zwischen dem originalen Code und dem geänderten Code jetzt. Und wenn das Ganze in Ordnung ist, dann können halt die entsprechend berechtigten Entwickler sagen, okay, das gefällt uns und können sagen, das mergen wir jetzt. Und dann wird halt ihr Code, ihr geänderter Codeanteil übernommen in das Hauptrepository quasi. Hier sieht man auch nochmal, die benutzen SonarCube. Das ist auch ein Tool, was gerne mal eingesetzt wird, um hier Checks zu machen und Tests zu machen. Also das ist genau das Gleiche, was eigentlich bei uns mit der CI-Pipeline passiert. Da kann man halt schon mal sehen, okay, dieser Code läuft erstmal prinzipiell und die Tests werden durchlaufen. Und wie gesagt, dann werden sich die Entwickler halt entsprechend den Code angucken und sagen, okay, kann man Approves geben? Oder wenn man berechtigt ist, kann man natürlich auch sofort sagen, okay, wir wollen das drin haben, das ist gut. Und dann wird es halt gemerged. Ja, und dann ist es halt in dem Hauptrepository drin und die Leute können, also die jetzt als nächstes kommen, können sich das wieder auschecken und dann wieder an diesem Stand weiterarbeiten. Und das wollte Christian jetzt im Prinzip auch heute zeigen, wie man diesen Fork quasi, den man sich vorher geladen hat, dann auch mal aktualisieren kann zwischendurch, weil die Entwicklung ja auch außerhalb der eigenen Version auch weiterläuft einfach. Und es ist natürlich schön, wenn man spätestens bevor man so einen Merge-Request oder Pull-Request stellt, dann auch immer eine aktuelle Version hat. Damit man einfach nicht da auf einer Version weiterarbeitet, noch die vielleicht schon einige Wochen alt ist oder ähnliches. Ne? Aber hier sieht man halt relativ gut, das sind die gleichen Vorgänge, die wir jetzt auch haben. Und es gibt natürlich hier auch ein Wiki und so weiter. Das wird jetzt hier in diesem Projekt aber nicht benutzt. Und so läuft halt Open-Source-Entwicklung. Ne? Also hier können Sie auch, wenn Sie jetzt Lust hätten, daran mitzuarbeiten, können Sie sich jetzt mit den Vorgehensweisen, die wir Ihnen jetzt hier schon gezeigt haben, einfach dran beteiligen. Ja, das ist eigentlich so das, was ich mal zeigen wollte. Also wir arbeiten hier jetzt nicht in irgendeiner Blase, sondern das ist tatsächlich eine ganz übliche Vorgehensweise. Das Gleiche gilt halt auch für kommerzielle Projekte natürlich. Da sind die Sachen dann eben, also die Repositories dann eben halt nicht öffentlich zugänglich. Das ist dann eher firmenintern oder wird irgendwie auch auf GitHub oder Bitbucket oder sowas gehostet oder GitLab natürlich. Und kann halt nur mit den entsprechenden Zugriffsrechten eingesehen werden. Das ist aber sonst genau das Gleiche. Meine Softwareentwicklerkarriere ist ja schon ein bisschen her. Ich habe Ende der 90er des vorherigen Jahrhunderts habe ich in einem größeren Softwareprojekt gearbeitet. Wir haben damals so Computeralgebrasysteme entwickelt. Da gab es noch kein Git, aber auch genau das haben wir damals auch schon verwendet. Da gab es irgendwie CVS und SCCS oder wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr. Aber auch genau das haben wir damals schon gemacht. Und es war damals auch einfach total wichtig, weil wir waren ein Entwicklungsteam von 10 Leuten, haben wahnsinnig viel Code generiert mit ganz unterschiedlichen Modulen und haben auch so automatisierte Tests im Hintergrund laufen lassen, damit man irgendwie merkt, Mensch, da habe ich dann doch vielleicht irgendwie einen Nebeneffekt programmiert oder einen Seiteneffekt programmiert, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also das ist in der Tat ist das schon irgendwie eine gute Sache. Ja, ganz herzlichen Dank, Sebastian. Christian ist auch da und dann würde ich einfach direkt an Christian übergeben, dass er uns zeigt, wie das denn sozusagen in unserem Projekt funktioniert oder funktionieren kann. Weil es gibt ja einzelne Gruppen, haben wir ja schon festgestellt, die scheinbar irgendwie Spaß an unserem Projekt gefunden haben und da auch selbst schon irgendwie die Hand angelegt haben. Und unser Ansinnen ist es natürlich, das auch gerne weiterzuentwickeln. Und wenn Sie da gute Ideen haben, sind wir natürlich offen dafür. Und Christian zeigt vielleicht mal, wie das dann funktionieren kann. Genau. Wir fangen aber mit einem kleinen Einschub an. Sebastian hatte das vorhin schon erzählt. Entwicklung an solchen Projekten geht natürlich auch bei den Leuten, die das Projekt erstellt haben, weiter. Und das ist bei uns auch passiert. Ich habe einen kleinen
Patch implementiert. Das ist jetzt nichts sonderlich Wildes. Ich habe eine kleine Nutzerverwaltung dem Projekt hinzugefügt. Das ist in erster Linie, damit einfacher Nutzer den einzelnen Dateien zugeordnet werden können. Das haben Sie natürlich jetzt bei Ihnen auf den Forks noch nicht. Und ich wollte Ihnen zeigen, wie Sie jetzt Ihren Fork, also praktisch Ihre Variante des Projektes, mit unserem Masterprojekt wieder synchronisieren können. Das ist eine recht einfache Geschichte. Das muss auch nur einer pro Team machen, denn das wird dann natürlich alles wieder auf dem Projekt im GitLab synchronisiert. Aber das muss einmal durchgeführt werden. Und das werde ich jetzt kurz einmal demonstrieren. Das ist auch total einfach. Da gibt es eine Anleitung direkt von GitLab. Das sind vier Befehle in der Kommandozeile, die man einfach ausführen kann. Ich teile dementsprechend mal eben meinen Bildschirm. So. Genau. Damit sollten Sie jetzt unser Projekt sehen können. Das müsste das Masterprojekt sein, ja, genau. Wie man hier in den Commits sehen kann, habe ich hier ein paar Commits durchgeführt, die Sie noch nicht synchronisiert haben. Das machen wir jetzt mal. Und zwar können Sie einfach zu Ihrem, wie wir das anfänglich auch gemacht haben, zu Ihrem Projekt hin navigieren. Ich habe das jetzt bereits gemacht, um zu schauen, ob das funktioniert. Sie können einfach CMD in Ihren in die Suchleiste hier oben eintragen, dann öffnen Sie die CMD, beziehungsweise unter Mac können Sie einfach mit einem Rechtsklick, glaube ich, unter ein Terminal hier öffnen, die Konsole öffnen und die Git-Befehle ausführen. Sie finden, ich teile den Link nachher nochmal, unter diesem Link hier eine Anleitung dazu, wie das funktioniert. Das ist hier in den einzelnen Schritten einmal erklärt. Was wir machen müssen, ist im Endeffekt einen Remote hinzufügen, beziehungsweise einen Upstream hinzufügen. Das heißt praktisch eine andere Quelle, aus der Daten kommen können, die in das Projekt einfließen können. Das funktioniert so, dass Sie Git Remote Add Upstream, also praktisch den Upstream hinzufügen und dann den Link zu unserem Projekt auswählen, also zu dem Masterprojekt Git Remote Add Upstream. Dann gehen Sie einmal bei uns auf die auf das Masterprojekt. Wir können hier über Clone einfach den Link auswählen, ihn einfügen und das einmal machen. Okay, wie gesagt, ich habe das schon gemacht, dementsprechend weiß das System, ich habe den Upstream schon hinzugefügt. Dann können Sie mit Git Remote V, das steht auch in der Anleitung beschrieben, das ist das Tool Layout, einmal sehen, Sie haben hier Ihren Origin. Das ist praktisch der, mit dem Sie standardmäßig synchronisieren. Das ist Ihr Projekt selbst. Der liegt jetzt bei uns in der Unterstrich-Admin-Gruppe. Bei Ihnen sollte dann Ihr Gruppenname hier irgendwie auftauchen. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie hier über den, können Sie hier den Upstream sehen, um mit dem Fork zu synchronisieren. Und jetzt können Sie einfach den Upstream auswählen, den Sie gerade hinzugefügt haben, und alles, was dort geändert wurde, fetchen. Also praktisch pullen, alle Änderungen übernehmen in Ihr lokales Projekt. Gut, ich muss das jetzt einmal mit meinem SSH-Passwort machen. Jetzt sollten alle Änderungen übernommen sein. Bei mir sollten gar keine Änderungen hinzugefügt worden sein, weil ich das gestern schon einmal gemacht habe. Und jetzt können Sie mit Git Merge und dann praktisch die beiden Branches sozusagen auswählen, die Sie haben. Und zwar in Ihrem Fall ist das auch wieder Upstream. Das ist der standardmäßig erstellt wird, wenn Sie vom Upstream fetchen. Und
Main. Die heißt nicht mehr Master. Ich weiß nicht, warum alle das gemacht haben, die Master Branch in Main umzubenennen, aber die wird jetzt standardmäßig Main genannt. Das heißt, hier nicht Master benutzen, sondern die Main Branch. Das sehen Sie aber auch in Ihrem Projekt. Hier oben können Sie sehen, welche Branch ausgewählt ist, also praktisch welche ich sag mal, Version Ihres Projektes ausgewählt ist. Und die Default Branch heißt eigentlich immer Main. Das können Sie jetzt machen. Dann sollten hier ganz viele Änderungen angezeigt werden. Das müssten so, ich sag mal, 10 Stück sein. Da wird auch ein bisschen angezeigt, wie viele Änderungen an einzelnen Teilen vorgenommen wurden. Also irgendwie so ein paar rote und grüne Punkte. Wie gesagt, sieht man jetzt hier leider nicht mehr. So, und sobald Sie das gemacht haben, können Sie entweder direkt über IntelliJ, vielleicht zeige ich das einfach mal eben. Ich habe es nämlich tatsächlich seit dem letzten Mal eingerichtet, dass ich auch über IntelliJ direkt die Git-Sachen benutzen kann. Diese Sache können Sie leider wirklich nur über die Kommandozeile machen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das in IntelliJ direkt zu machen, weil die Funktionen da ein bisschen eingeschränkt sind. Das müsste jetzt auch das richtige Projekt sein. Genau, das ist im Fork. Wir sollten sehen, der Commands-Ordner ist jetzt ein bisschen größer geworden. Sebastian hat selbst noch ein paar Commands hinzugefügt und ich habe die ganzen Nutzerkommandos eingebaut. Und dann können Sie einfach direkt, nachdem Sie das gemacht haben, hier oben über den Push-Button, sollten Sie hier eine Liste von den ganzen Commits, die ich erstellt habe, auf der Master-Version, sollten Sie hier sehen. Können Sie sich auch die Diffs hier jeweils angucken, wenn Sie das möchten. Und dann über Push das Ganze einfach einmal mit Ihrem oder auf Ihr Projekt laden. Wie gesagt, das muss nur einer machen, das reicht. Dann sollten Sie up-to-date sein. Falls damit Probleme auftreten sollten, also bei mir sind jetzt keine Probleme aufgetreten, ich habe das versucht, irgendwie Probleme zu produzieren, habe aber keine produziert. Falls Probleme auftreten sollten, Sie kennen das Prozedere, einfach eben in der im Master-Projekt einen Issue erstellen genau, eben beschreiben, was das Problem ist und dann helfen wir Ihnen. Genau. So. Eine Ergänzung vielleicht noch, ist mir gerade noch aufgefallen. Also das Fetchen und Mergen und so weiter und Pushen, das muss natürlich nur einer machen, aber Sie müssen sich danach, ich hoffe, das ist dann klar, natürlich aber auch alle nochmal, die das nicht gemacht haben, die aktuelle Version auch pullen wieder aus dem Repository. So, natürlich, klar. Ne? Also wie gesagt, in IntelliJ können Sie einfach hier einmal den blauen Pfeil hier klicken und einmal synchronisieren. Da sollte jetzt eigentlich nichts großartig passieren. Oder halt übers Terminal geht. Cool. Mache ich jetzt nicht. Gibt es keine neuen Sachen. Genau. Das war es soweit schon. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das Mitwirken können wir in der Theorie nochmal zeigen. Also typischerweise funktioniert das, wie Sebastian schon gesagt hat, über Feature Branches. Sebastian hat hier tatsächlich sogar mal eine gemacht. Typischerweise werden die ein bisschen anders gekennzeichnet, aber Sebastian hat hier einen Exit-Command angelegt. Er hat sich das Projekt praktisch geklont. Eine Branch angelegt, die einen gewissen Namen hat und hat dann angefangen, seine Änderungen zu implementieren. Eine Branch anlegen zeige ich vielleicht nochmal eben, das könnte vielleicht in Ihrem Projekt auch ganz interessant sein. Das können Sie über die Konsole, über Git Checkout und dann -b machen. Mit B wird eine neue Branch angelegt. Wenn Sie das weglassen, versucht Git erstmal zu schauen, ob es bestehende Branches, also praktisch Zweige gibt, die den gleichen Namen haben.
Hierüber würde jetzt eine neue erstellt werden. Die können Sie dann meinetwegen Feature. Und dann gibt es diverse Syntaxvarianten. Manche machen es mit einem Strich, manche machen das mit so einem Querstrich, mit so einem Slash. Aber typischerweise schreibt man irgendwie Feature dahin und dann benennt man das Feature. Meinetwegen Kill Command oder sowas. Dann können Sie anfangen, Ihre ich mache das jetzt einfach mal aber über IntelliJ, weil das wahrscheinlich eher die Variante ist, die Sie auswählen würden. Ich habe hier diese Zoom-Leiste, ich weiß noch nicht, wie man sie verschiebt. Sie haben hier oben so einen Punkt Git, über den Sie die einige Funktionen, die man so typischerweise braucht, auswählen können. Sie können sich zum Beispiel mit dem Branches hier anzeigen, welche es so gibt. Hier sehen Sie auch Ihre Upstream-Branches, also praktisch all die Sachen, die Sie jetzt gerade von vom Master-Projekt geklont haben, und Ihre eigene auf dem Origin, die Main. Sie können jetzt hier über New Branch, ups, jetzt habe ich einen Tag erstellt, über New Branch eine neue Branch erstellen, also meinetwegen irgendwie Feature Kill Command. Jetzt können Sie, die wird glaube ich auch automatisch ausgewählt. Ich kann gerade überlegen, ich glaube schon. Steht unten rechts, ganz unten rechts in der Ecke. Oh ja, ich sehe es genau hier unten rechts in der Ecke. Sieht man das aber über Branches, müssten Sie das eigentlich auch sehen. Genau, da wo dieses kleine Ticket dran ist, das ist praktisch die, das ist die derzeit ausgecheckte Variante, das ist die, die Sie gerade haben. Und jetzt wollen Sie meinetwegen irgendwie einen Kill-Command entwickeln. Was auch immer der dann tut. Sie können dann anfangen, hier über hier irgendwie so eine Command-Klasse zu erstellen. Beispiele gibt es ja genug, wie das funktioniert. Und dann Änderungen vornehmen an dem Projekt. Wenn Sie die Änderung gemacht haben, ich mache das jetzt spaßeshalber einfach mal, Java-Klasse Kill Command, fügen die zur Versionskontrolle hinzu, dann müssten wir irgendwie implement Command. Das haben Sie vielleicht schon herausgefunden, aber mit unter Windows zumindest, ich habe den Präsentationsmodus hier für IntelliJ nicht an, sonst könnten Sie alle Tastenkombinationen sehen. Unter Windows zumindest geht es mit Alt und Enter, sehen Sie Vorschläge, um Fehler zu beheben, falls dort welche sind, oder Probleme zu beheben, also wenn das gelb unterstrichelt ist. In diesem Fall setzt das Interface Base Command voraus, dass Sie zwei Klassen implementieren, und zwar Execute und Get Description. Das können Sie dann einmal akzeptieren und dann werden die automatisch eingefügt. Und jetzt können Sie hier Ihre Methode ausführen. In Execute dann natürlich das, was ausgeführt werden soll, und hier in der Get Description irgendeine Beschreibung, was gerade passiert. Meinetwegen passiert hier. Ich weiß nicht, warum mein Rechner gerade so langsam ist. Wahrscheinlich aufgrund der Bildschirmübertragung. Ja, wir können ja wenigstens irgendwie was ausgeben. Terminal, Printline. Jetzt müssen Sie lediglich in Terminal Controller, das ist auch dokumentiert, da finden Sie im Konstruktor eine Liste mit den ganzen Commands, die hier registriert werden, und die werden genauso registriert, Sie können den Command jetzt genauso registrieren, wie alle anderen auch registriert wurden. Das heißt einmal
irgendwie über die Command-List-Klasse den Command registrieren, dem einen Namen geben, praktisch das, womit sie das Ding dann am Ende aufrufen. In diesem Fall wäre das wahrscheinlich fehl. Und einmal die Klasse hinterlegen. Der Rest ist praktisch automatisch für sie gemacht. Dafür habe ich ein bisschen Logik entwickelt, die das tut. Und wenn sie das ganze Ding jetzt mal ausführen, sollten sie sehen, dass hier die Help eingeben, auch Kill mit in der Liste eingetragen wurde automatisch und dass sie Kill auch ausführen können. Dann wird ausgegeben, was gerade passiert ist. Jetzt dann, wenn sie das Ganze jetzt fertig haben, können sie das meinetwegen committen. Also praktisch ihre Änderungen verfügbar machen. Das würde man dann irgendwie Kill, Befehl implementiert. Ich würde empfehlen, Analyze Code und Check to Do ist eher irrelevant. Das können Sie aber machen, wenn Sie beispielsweise jetzt hier irgendwo einen To Do eingetragen haben. Ich cancel das mal ganz kurz. Ich will sagen, irgendwie, hier fehlt jetzt noch was. Dann können Sie mit einem ganz normalen Zeilenkommentar oder auch mit einem Blockkommentar können Sie To Do schreiben. Das erkennt die IDE dann als To-Do an und dann können Sie sagen, funktioniert nicht. Wenn Sie, ist als Marker im Code vielleicht ganz interessant, wenn Sie jetzt auf Commit gehen und Check-To-Do anlassen, Analyze-Code ist eher, das gibt Ihnen nur aus, wenn da irgendwelche Fehler beziehungsweise vor allem Warnungen sind. Das heißt, meinetwegen irgendwie einen Datentyp in einen anderen Typ konvertiert wurde und das nicht keine sichere Conversion ist. Meinetwegen haben Sie jetzt irgendwie einen Double in den Float reingepackt oder sowas und der sagt, da gibt es dann Datenverluste oder sowas. Darauf würde Analyze Code dann hinweisen. Das ist aber eher nicht so wichtig. Was ich empfehlen würde, ist Reformat Code auszuwählen. Das heißt, der wird automatisch nach den Styles, die in IntelliJ hinterlegt werden, formatiert. Und Optimize Imports, das ist auch ganz interessant. Dann werden hier oben bei Ihnen in der Importliste alle nicht genutzten Imports automatisch entfernt. Und dann können Sie Commit oder mit dem Pfeil hier unten Commit und Push auswählen. Genau, und jetzt sehen Sie hier, das ist das, was ich meinte mit dem Check-To-Do. Da ist jetzt irgendwie ein To-Do hinterlegt. Das können Sie jetzt reviewen. Das wird Ihnen dann hier unten angezeigt. Ein To-Do-Item gefunden. Und dann werden Sie auch automatisch dorthin geleitet. So, das kann dann da bleiben. Das wird, glaube ich, auch nur einmal angekreidet, wenn Sie das einmal ignoriert haben. Und dann können Sie das jetzt committen. Commit und push. Ah, nee, er macht es tatsächlich wieder. Wir haben das jetzt reviewed und wir sind uns sicher, dass wir das trotzdem committen wollen. Also pushen wir die ganze Nummer mal. Genau. Der müsste jetzt genau hier auch anzeigen, dass die neue Branch gepusht wurde, also die neue Version praktisch veröffentlicht wurde. Mal kurz gucken, wie ich am schnellsten da hinkomme. Ich habe das hier. So, und jetzt sehen Sie höchstwahrscheinlich auch schon direkt, dass Sie hier eine neue Variante oder beziehungsweise eine neue Branch erstellt haben und dass der jetzt gerne den Merge-Request erstellen möchte. Sie können auch hier in der Liste sehen, Sie haben jetzt irgendwie ein Feature erstellt und möchten jetzt hier so einen Merge-Request erstellen. Das können Sie, den können Sie praktisch sofort erstellen, den müssen Sie aber noch nicht stattgeben. Wenn Sie den jetzt erstellen, dann können Sie hier, genauso wie Sie das bei Issues auch haben, eine Beschreibung hinterlegen, meinetwegen und den auch wieder jemandem zuordnen, einen Reviewer, das heißt jemand, der praktisch entscheiden soll, ob der Merge Request akzeptiert wird oder eben halt nicht. Meilenstein, Labels, was auch immer. Typischerweise wird es so gemacht, dass die Source Branch, also praktisch
Wenn man einen Merge-Request erstellt, dann wird die Branch, die Sie erstellt haben, in diesem Fall die Kill-Branch, 1:1 in die Main-Branch übernommen. Und danach ist die Main-Branch up-to-date mit all den Änderungen, die in Kill-Branch vorgenommen wurden. Und wir brauchen sie dementsprechend nicht mehr. Dementsprechend wird die Source-Branch, also praktisch die Quelle, mit der die Main-Branch abgedatet wurde, dann entfernt. Das können Sie eigentlich praktisch immer so machen, es sei denn, Sie wollen die Branch behalten. Das macht man typischerweise, wenn man solche Dev-Branches hat, die unabhängig von der Produktionsbranch dann laufen sollen. Aber das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Den können Sie dann einfach erstellen. Genau, dann sollten Sie auch hier, das habe ich so eingerichtet mit der CI/CD-Pipeline, Sie sollten dann auch irgendwie sehen, dass die Tests weiter durchlaufen, das heißt, die Änderungen, die Sie vorgenommen haben, haben jetzt nichts kaputt gemacht. Und jetzt können Sie auf dieser Branch, weil das ein Merge-Request immer zwischen zwei Branches läuft, einfach weiterentwickeln. Das heißt, Sie können jetzt sagen, meinetwegen kam jetzt von einem der Entwickler ein Kommentar. Das kann ich direkt mal zeigen. Das haben wir nämlich gerade bei uns im Masterprojekt, jetzt sind wir im Masterprojekt, aufgepasst, gerade gemacht. Hier gibt es diesen Exit-Command, den Sebastian erstellt hat. Dafür hat er einen Merge-Request angelegt. Und ich habe ihm dort einen Hinweis gegeben. Und zwar hat er eine Funktion benutzt, die gegebenenfalls einen Fehler produziert. Und zwar werden die erstellten Daten innerhalb des Terminals nicht gespeichert, weil gegebenenfalls ein Lifecycle-Event übersprungen wird. Das habe ich ihm hier ausführlich beschrieben und ich habe ihm gesagt, wie er das testen soll und ob das funktioniert. So, und jetzt kann er mir eine Antwort geben. Von wegen habe ich getestet, funktioniert alles einwandfrei. Und dann kann ich sagen, okay, wunderbar, dann kann ich das approven und den Merge ausführen. Es kann passieren, dass, und das ist hier jetzt auch wieder eine tolle Sache, dass das alles am Beispiel da ist, es kann passieren, dass wenn Sie einen Merge ausführen wollen, dass das nicht auf Anhieb geht. Das liegt daran, dass die Main Branch, in die Sie Ihre aktualisierten Daten reinschieben wollen, Änderungen vorgenommen hat, die Sie noch nicht vorgenommen haben. Das heißt, da ist praktisch zeilenweise verschiedener Content drin. Diese Sachen kann man über die UI hier im GitLab eigentlich schon ziemlich gut lösen. Das macht man dann hier über diesen Button Resolve Conflicts. Und dann können wir uns angucken, wo das Problem ist. Das Problem ist in diesem Fall ganz einfach. Ich habe in der Zwischenzeit einen Switch-User-Command entwickelt, der in der gleichen Zeile zu finden ist, wie der Exit-Command, den Sebastian entwickelt hat. Das kann Git nicht alleine auflösen, weil es nicht weiß, welcher Command oder welche Zeile jetzt die richtige ist, welche es übernehmen soll. Dann gibt es diesen interaktiven Modus, wenn Sie beispielsweise einen Rewrite gemacht haben, praktisch Änderungen vorgenommen haben, die anstelle von den ursprünglichen vom ursprünglichen Code übernommen werden sollen. Da können Sie im interaktiven Code einfach auswählen, das eine oder das andere benutzen. Das können Sie dann anklicken. Das wird dann auch alles irgendwie farblich markiert und dann wird nur das eine ausgewählt. In diesem Fall wollen wir aber lieber beide behalten. Das kann man dann über diesen Inline-Modus machen. Da sehen Sie dann praktisch einfach direkt die Klasse, wie sie auch lokal bei Ihnen vorliegt. Und dann sehen Sie mit diesen Markern hier, das sind praktisch die einzelnen Versionen, aus denen wir jetzt auswählen konnten. Diese Marker können Sie einfach entfernen, um den Konflikt praktisch aufzulösen und praktisch in diesem Fall einfach beide Commands irgendwie implementieren, dass die Marker vollkommen weg sind.
Hier können Sie jetzt jegwede Änderung vornehmen. Wenn es da jetzt größere Probleme gibt, können Sie meinetwegen noch Code hinzufügen, der dafür sorgt, dass das alles sauber miteinander funktioniert. Dafür sind dann typischerweise diese Unit-Tests gedacht, damit auch bei solchen Sachen keine Fehler vorkommen. Und diese Änderung committen Sie wieder. Die wird dann einfach dem Merge-Request hinzugefügt. Das müssen Sie dann natürlich aber, wenn Sie danach noch weiterarbeiten müssen, auch wieder pullen. Na, das steht hier auch Commit to Source Branch. Das wäre in diesem Fall die Exit Command Branch. Ich lasse das jetzt mal sein, weil wir noch nicht kontrolliert haben, ob das tatsächlich so funktioniert. Aber Sie würden das dann einfach committen und das würde dann in der Commit-Liste auch hier auftauchen. Genau. Und so können Sie im Endeffekt an Projekten mitarbeiten. Das war jetzt ein grober Überblick. Das werden wir in der Zukunft für unser Masterprojekt auch noch mal ein bisschen beispielhaft vielleicht mal erklären und noch ein paar Sachen einrichten. Aber so viel erstmal dazu. Ja. Das ist natürlich alles auf freiwilliger Basis. Sie müssen keines dieser Konzepte tatsächlich benutzen, um in Ihrem Projekt aktiv arbeiten zu können. Sie können einfach weiter direkt mit Ihrem eigenen Main Branch arbeiten und nur ab und zu mal die Änderungen über das Fork synchronisieren, pullen sind damit vollkommen auf der sicheren Seite. Genau, das Letztere ist ja auf jeden Fall erforderlich, wenn wir in den zweiten Sprint einsteigen. Richtig, genau. Dafür planen wir jetzt schon die Aufgaben beziehungsweise den Code, den Sie dafür brauchen. Ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Also jetzt hat man nochmal richtig schön gesehen, finde ich, was ich vorhin schon versucht habe zu zeigen. Ne? Das waren jetzt genau die gleichen Schritte, die hier jetzt auch passieren. Ne? Sieht alles etwas anders aus, weil es halt GitLab ist und nicht GitHub, aber hundertprozentig die gleiche Vorgehensweise. Ne? Also, ja. Ja, sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden. Gibt es Fragen aus der Runde der Zuhörenden? Mir geht es immer so, dass das dann immer relativ schnell vorbeihuscht. Die ganzen Befehle, die dann da eingetippt werden, darum haben wir es ja auch aufgezeichnet. Ich würde jetzt gleich die Aufzeichnung stoppen. Dann können Sie sich das gegebenenfalls dann zur Not nochmal anschauen. Das wird im Laufe des Tages, werde ich das wieder veröffentlichen. Dann stoppe ich das mal hier.